Ja, wir sind ja in der Reihe. Wir müssen unsere Milliardärskönige, unsere 200 Milliardärskönige richtig lieben lernen. Und wer sich damit extrem schwer tut, ist auch der Ken FM mit seinen Irrwegen sozusagen. Seine Zentralirrtümer, er ist also so gefangen, auch in diesem mit Daniele Ganser und mit Assange und Snowden. All diese Leute sind alle so im Aufbegehren gegen unsere Könige gefangen, anstatt dass sie hingehen und sagen, wir müssen schleunigst alle gemeinsam aus dem Kapitalismus, aus der sozialen Marktwirtschaft aussteigen. Hetzen sich ständig gegen unsere Rüstungsindustriekönige, unsere Kriegstreiberei und so immer dieses naive Stop the War. Nein, Stop the War, es geht Stop the Capitalism and Stop soziale Marktwirtschaft. Das ist der einzige Weg, den War zu stoppen, denn der ganze War ist ja nur entstanden durch den Kapitalismus. Also hier durch die Erfindung des Kapitalismus. Schauen wir es uns nochmal ganz kurz an. Hier ist der Händler, der also nicht, der Geschichten von friedlichen Besuchen der Nachbarkommunen sozusagen erzählt. Und so dass die Leute dann keine besondere Tendenz bekommen, sich zu bewaffnen, während dieser Händler und seine Märchenerzählergeschichten erzählen, die dahin gehen, dass angeblich eine Gruppe die andere nachts überfallen hätte und totgeschlagen hätte, wodurch dann die Leute ihm ganz viele Steinäxte abkaufen und er sozusagen eine ganze Dynastie von Waffenhandel eröffnen kann. Also der Baufehler des unkontrollierten Tauschhandels sozusagen war das, was uns allen das Genick gebrochen hat. Und anstatt jetzt zu sagen, ja, hoppla, wir müssen das Ganze umdrehen, wir müssen durch die Einführung der Wohlfühlnoten-Wahlstimme alle Verdienste von dem Dienen an meinem Wohlfühlen und an meiner Gesundheit abhängig machen, damit sich die Situation umkehrt und die kriegstreiberisch Ideologien verbreiten, sozusagen, dann ausschließen und die anderen, die uns wieder friedlich und pazifistisch leben lassen, wie es unsere genetische Natur aller Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich ist, die dann sich ausbreiten und erfolgreich werden. Also das heißt, immer dieses Rumgezackere an unseren Königen und unseren Rüstungsindustriekönigen, dabei können die doch gar nichts anderes machen. Nachdem der Kapitalismus und die soziale Marktwirtschaft von uns allen einmal erfunden war, ist doch klar, dass dann in dem Moment, wo die Liebe in den Kommunen unterdrückt wurde, dass die Männer dann sozusagen nicht mehr alles den Frauen und Kindern geschenkt haben, sondern angefangen haben zu akkumulieren und dadurch sozusagen eine Spaltung in die Welt kam und die Reichen ihr Eigenleben geführt haben. Und natürlich haben die dann die Spaltung der Welt in unsere Milliardärskönige und in die Sklavenarmeen, ja, und natürlich lässt man die Sklavenarmeen dann auch mal, man spielt ja gern Kriegsspiele und lässt die auch aufeinander zugehen, vor allem wenn man dadurch Milliarden verdient, durch Rüstungsumsatz sozusagen in seinen Rüstungskonzernen, dann hat man als Milliardärskönig einfach Spaß daran, dass die Sklaven sich gegenseitig abschlachten, ne, das ist dann einfach, gehört zu dem Spiel. Wenn einmal der Kapitalismus erfunden ist und die soziale Marktwirtschaft, dann ist das eine unendliche Geschichte. Ja? Also das bringt Umsatz hier. Da? Also Menschen, dass unsere Sklavenarmeen, dass die Sklavenarmeen sich gegenseitig abschlachten, das ist Bestandteil, wahrscheinlich war sogar der Waffenhandel die erste kapitalistische Tauschhandelsform, ja? Sozialmarktwirtschaftliche Tauschhandelsform. Ja, und das hier ist doch alles Umsatz, muss doch alles wieder neu aufgebaut werden. Da verdienen dann die Milliardärskönige und so weiter. Alle verdienen doch dran, ja, und so weiter. Alle leiden zwar dran auch, ja.
Wobei, also ich glaube nicht, dass irgendeiner unserer Milliardärskönige nicht in der Lage wäre, sich vor den weltweiten Kriegen jeweils in Schutz zu bringen und in Sicherheit zu bringen. Dafür haben die, haben, sind sie ja die Herrscher dieser Welt. Und ja, aber sozusagen hier, das ist alles letztendlich nur Umsatz und so weiter. Nur das eben, jetzt müssen wir uns klar machen, jetzt, um das nochmal klar zu machen. Die Waffen, wenn wir auf der Welt, sagen wir, unter den 200 Milliardärskönigen vielleicht 20 haben, die von Rüstungsindustrie leben sozusagen, dann haben wir vielleicht auch hier welche, die von Kaufhäusern leben zum Beispiel. Und jetzt werden durch die Könige, die gerne diese Kriegsspiele machen, weil sie dann eben in der mit den Rüstungskonzernen richtig viel Geld verdienen, die zerstören aber jetzt bei den Kriegen die Kaufhäuser der anderen Milliardäre. Also man kann noch einmal deutlich machen, was ich die ganze Zeit versuche klarzumachen. Jeder dieser 200 Milliardärskönige der Erde wird immer von den 199 anderen geschädigt und benachteiligt. Also das heißt, alle Feindbilder müssen aufhören. Wir müssen unsere Milliardärskönige lieben und wir dürfen alle gemeinsam nur sagen, wir müssen eine Sache ändern. Wir müssen den sanft und behutsam und wissenschaftlich fundiert aus dem Kapitalismus aussteigen. Und Snowden und all diese Leute, ja, oder Assange, der hat ja quasi veröffentlicht, natürlich, dass die USA, dass natürlich unsere Militärkönige sozusagen natürlich die Welt erobern wollen und Menschen töten und Kriegsverbrechen begehen, ist doch selbstverständlich. Das darf man doch nicht veröffentlichen. Da legt man sich ja mit den Königen an und dann wird man von den Königen kaputt gemacht. So einfach ist die Welt, ne? Ja, und die Tendenz zur Weltherrschaft, die der Daniele Ganser beklagt, indem er vom Imperium USA spricht und so weiter, ist doch alles Quatsch. Das ist doch selbstverständlich, solange wir die soziale Marktwirtschaft haben, ist auch die Tendenz, mit den Waffenindustrien auch die Waffen einzusetzen und damit eben Weltherrschaftsspiele zu spielen. Das ist auch ganz selbstverständlich. Nur in der Beendigung des Kapitalismus liegt der Pazifismus, ja, und der kann der genetische Pazifismus wieder entstehen. Ja, noch so ein Irrtumsverbreiter ist halt Dr. Markus Krall. Also, welche Irrtümer verbreitet er? Diesmal ist er so richtig scharf darin, und wir können im gleichen Atemzug gleich Martin Sellner nennen, ja, von den Identitären Bewegung, der auch munter Videos veröffentlicht. Ja, es geht immer darum, dass diese Leute, Martin Sellner und Markus Krall, sich weigern, eine ganz kleine, einfache Wahrheit zu verstehen. Dass in dem Moment, wo eine Revolution mit irgendeiner Gewalthandlung oder mit irgendeiner gewalttätigen Geschichte begonnen hat, dann handelt es sich um Tyrannen, charakterliche Tyrannen, um Diktatoren, die im Prinzip den Menschen vorgaukeln, sie wollten einen Sozialismus aufbauen oder einen Kommunismus aufbauen. In Wirklichkeit wollen sie diese Menschen einfach nur dazu bringen, dass sie mit ihnen mithelfen bei ihrer Tyrannei und ihrer Diktatur, und am Ende nehmen sie als Diktatoren natürlich die, die an den Sozialismus und Kommunismus geglaubt haben, nehmen sie dann aus und plündern sie aus und schlachten sie ab sozusagen. Ist doch ganz selbstverständlich. Das heißt, also wo auch nur eine Spur einer Straftat ist, sei es bei Ende Gelände, bei Extinction Rebellion, bei Antifa oder so, in dem Moment handelt es sich schon um charakterliche Tyrannen, um Diktatoren, die selbstverständlich niemals in der Lage sein werden, einen echten Sozialismus, Kommunismus zu ermöglichen und aufzubauen. Das können nur die zweiten Scientists for Future 2. Und Markus Krall weigert sich einfach zur Kenntnis zu nehmen, sozusagen, dass der real existierende Sozialismus und Kommunismus nie einer waren, sondern das waren Diktaturen und Tyranneien. Und dann sozusagen zu sagen, der Kapitalismus hat nicht so viel Schäden angerichtet wie diese Tyranneien und Diktaturen, das Rennen kann jeder leicht gewinnen. Wir müssen aber den Kapitalismus vergleichen mit der
postkapitalistischen Gesellschaft. Und da verliert der Kapitalismus unendlich, denn um es noch einmal zu sagen für die ganzen Unbelehrbaren, ja, im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft, der Händler, der unser Lebensglück zerstört und uns dadurch konsumsüchtig macht, kann riesige Erfolge erzielen, ganz viele Enkelkinder platzieren und kann ganze Handelsdynastien aufbauen, gerade nur weil er unser Lebensglück, unsere Gesundheit und alles zerstört, weil sich nur so richtig Geschäfte machen lassen, sozusagen. Und der das alles nicht tut, der uns also nicht durch sein Finanzimperium durchmanipuliert sozusagen, der erzeugt nicht genügend Konsumsucht in der Masse der Sklaven und deswegen kann der, stirbt der aus und geht pleite, nach einigen Generationen muss sein Laden schließen sozusagen. Der kleine Tante-Emma-Laden, der es gut meint, muss schließen und übrig bleiben die über Leichen gehenden Supermarktketten. Das ist ganz normal im Kapitalismus und deswegen sozusagen. Ja, also das ist eine völlig naive Sichtweise von Sellner und Krall gegenüber dem Kapitalismus und sie ist einfach nur irreführend und falsch. Ja? Also diese Videos könnt ihr euch alle sparen. Der fehlende Part, ja, das ist ja im Prinzip ein sehr guter Sender, das RT Deutsch und so weiter, weil es ja durchaus auch mal kritische Sachen beleuchtet. Aber es ist halt auch leider immer wieder doch ein Angriff auch wieder auf die Journalisten, so auf andere Journalisten sozusagen. Natürlich werden die üblichen Journalisten von den Politikern und von den Unternehmen über die Werbespots gelenkt und gefiltert. Natürlich. Und wir müssen das lieben. Wir dürfen nicht, also jetzt hier, der fehlende Part macht den Fehler, dass er dann die anderen Journalisten wieder angreift. Das bringt doch nichts. Wir müssen alle aufhören mit diesen Feindbildern. Es ist ganz normal, dass im Kapitalismus, in der sozialen Marktwirtschaft, unsere Milliardärskönige das Land beherrschen, ja? Unsere Kriegskönige, unsere Rüstungskönige und so weiter. Und das ist völlig naiv, ist zu sagen, das alles zu stoppen, ohne die soziale Marktwirtschaft beenden zu wollen. Das geht nicht. Das ist alles eine Einheit, ja? Also unsere Milliardärskönige, unsere Rüstungskönige, unsere Süßigkeitenkönige, die beherrschen die Welt und jeder Journalist sagt natürlich, die regt sich beim fehlenden Part, regt man sich auf über angebliche, ja, überhaupt regt man sich generell auf, auch dass es, ja, eben, dass Journalisten sozusagen die Mächtigen lieben und so weiter und dass das schlecht sei. Das ist völliger Quatsch. Die sind ja eben, jeder Journalist ist ein Diener. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Er ist ein, und jeder Journalist und Politiker ist nur der Diener und Handlanger unserer Milliardärskönige. Und das ist so. Und das müssen wir lieben, dass die Tatsache so ist, anstatt dagegen anzurennen und uns da blutige Köpfe zu holen. Nein, wir müssen liebevoll zu den Milliardärskönigen sagen, dass die soziale Marktwirtschaft, dass der Kapitalismus auch ihnen schadet, dass ihnen die anderen 199 Milliardärskönige ihr Leben zerstören und jeder von den 199, von den 200 Milliardärskönigen durch die jeweils anderen 199 Milliardärskönige in seiner Lebensqualität, in seiner Gesundheit und in seiner Langlebigkeit schwerst geschädigt wird. Ja, nur so ist die Lösung zu erreichen, dass wir einen gemeinsamen Ausstieg, dass nur wenn unsere Milliardärskönige überzeugt sind, dass sie den Ausstieg aus der sozialen Marktwirtschaft, aus diesem fürchterlichen, alle schädigenden Kapitalismus wollen,
dann haben wir eine Chance. Alles andere ist Quatsch. Auch regen sich manche im Internet auf, ja, über so über die angebliche Zensur bei YouTube und Co. In Wirklichkeit zensieren YouTube und Co. natürlich nur all diese verfassungsfeindlichen Dinge, also diese antidemokratischen Tendenzen, diese Führertendenzen und dieses ganze Beleidigen und Diffamieren und diese Gewaltverherrlichung. Ist doch klar, dass das die ganzen Medien zensieren. Ja, wenn man sich halbwegs anständig benimmt und es nicht übertreibt mit den Straftaten der Beleidigung, dann lasst dessen einen diese Medien alle völlig in Ruhe. Nur, dass diese ganzen Verrückten nicht merken, dass sie Verfassungsfeinde sind. Und wir wollen ja nicht hinter unsere jetzige Verfassung zurückfallen, sondern wir wollen ja durch die zweiten Scientists for Future unsere Verfassung, wenn dann noch verbessern, noch viel menschlicher, noch viel glücklicher, glücksfördernder, noch viel menschenfreundlicher machen und all diese Verfassungsfeinde im Internet, die wollen halt das Gegenteil, und das ist ganz klar, dass sie dann zensiert werden, ne? Das ist ganz logisch. Ja, also so viel zur heutigen Reihe. Wir müssen lernen, unsere Milliardärskönige zu lieben. Hört auf, an irgendwelchen anderen Leuten rumzuzackern und so weiter. Es gibt nur eins, an dem wir rumzackern müssen. An dem System soziale Marktwirtschaft und an dem System Kapitalismus. Das müssen wir studieren, wie das funktioniert, und das können euch nur die zweiten Scientists for Future 2 unterrichten, wie dieses teuflische System das Leben aller Menschen in den letzten 300.000 bis 400.000 Jahren zerstört hat und beschädigt hat. Ja? Also studieren, studieren, studieren. Ein anderer Weg gibt's nicht.